Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit? Ohne Speierling, Natur drüb im Gerippte. Wenn man fürs Genervtsein Geld bekäme, könnte ich mich gegen Mittag zur Ruhe setzen. Heute ist Weltapfelweintag. Ja, probier mal mein selbstgebrautes Anke-Schöppchen vom Fass. Anke, mit dem Zeug will ich noch nicht mal meinen Mofa polieren. Oh. Von der UNESCO wird Apfelwein neben Erdbeben, Tsunamis und Heuschreckenplagen offiziell als Naturkatastrophe eingestuft. Also. Einmal die 4 und einen sauer gespritzten Sektbecher Schoppepetzer aus dem 3-Liter-Bembel. Momentchen mal bitte. Stefan, Apfelwein ist in Hessen Nationalgetränk. Noch vor Lumumba, Kleiner Feigling und Hugo. Das letzte Mal, als ich mir mit Apfelwein die Synapsen aus der Kalotte geknallt habe, hat mir eine Mücke auf die Einstichstelle gekübelt. Ha, ha, ha. Also in Frankfurt wurde übrigens 1638 für Apfelwein eine Reinhaltungsbestimmung festgelegt, an die sich die Kälterer noch heute halten müssen. Wen wundert's da, dass Frankfurt in der Kriminalitätsstatistik immer wieder auf der 1 ist? Was hat denn das mit Apfelwein zu tun? An jeder Ecke bieten sie einem Stöffchen an und fragen sogar, willst du das Zeug gespritzt? Ich geb's auf. Macht 105,80 Euro, sammle sie Postmann Pünktchen, haben sie eine Hochstädter Card oder sind sie im Heinz-Schenk-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.